Froschdesser brauchen keine Ernährungsberatung. Das ist nämlich eine ganz spezielle Geschichte, wenn jemand wegen Frust zubeisst. Andere gehen duschen und die nächsten studieren nachher, was dort eigentlich den Frust auslöst. Und das wäre eigentlich die Lösung. Und um das Thema genau geht es heute. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Thomas Loris. Ich bin Kinesiologe und ich bin Hypnotherapeut. Ich habe ein Fitnesscenter und dort treffe ich immer wieder viele Leute mit vielen Problemen, die genau mit dem Thema zu tun haben. Jetzt wollen wir mal schauen, was kann man da lösen und was kann ich Ihnen auch anbieten an neuem Bewusstsein über sich selber. Warum geht es Ihnen? Es geht um Ihre Landkarte. Das heißt, Ihre Landkarte ist aber nicht das Land. Und Ihre Landkarte, das ist das Vergangenheitskonzept. Das heißt, was Sie denkt haben oder was Sie emotional erlebt haben, das hat dann wieder Gedanken ausgelöst. Und dieses Konstrukt zwischen Denken und Emotionalität und dann die Emotionalität gibt wieder Gedanken, das gibt dann eigentlich das Konstrukt von Wunsch. Das heißt auch, weil wir von klein auf gelernt haben, Wünsche können wir haben und die werden erfüllt, vor allem zuerst von den Eltern. Und danach haben wir dann den Eltern wieder Wünsche erfüllt. Und wenn dann so ein Wunschkonzept entstanden ist, ist auch in unserer Landkarte eine Möglichkeit entstanden, wie sollte denn überhaupt unser Leben sein, damit wir glücklich, zufrieden und erfolgreich uns können fühlen, vor allem erfüllt fühlen. Die Wünsche und die Gefühle, und das ist jetzt ganz wichtig, die tun vom geistigen Konzept anfangen bei uns Nervenzellen bilden. Das heißt auch, es tut dort einen Plan, es geht einen Plan dort her, wo dann auch mit den Nerven zusammenhängt. Und der Plan, das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier das Nervensystem, da haben wir Botenstoff, wo eine Ausschüttung ist in unser, vom Nervensystem in unseren Körper. Von dieser Leitbahn geht es dann auf unsere Organe und auf unsere Muskeln. Also das heißt, was Sie denken oder was wir jeweils für Vorstellungen haben und Erwartungen haben, das hat mit unserem, danach schlussendlich mit unserem Körper und Nervensystem zu tun. Und das gibt natürlich auch dann wieder Rückmeldungen für uns. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wir einen Körper haben, Gefühle dort herzukriegen. Wir tun also aus diesen Wünschen und aus diesen Bildern erschafft uns das ein Gefühl. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Erwartung haben, sagen wir in einer Partnerschaft, und wir haben dann nachher wieder Bilder, wo dann die Erwartungen nicht erfüllen, dann nachher hat das immer mit unserem Körper und unserer Vergangenheit zu tun. Was wäre jetzt da der Weg da aus dem Dilemma raus? Um die Landkarte noch etwas präsenter zu machen, ist folgendes Bild da. Und zwar, das sind wir, unser ganz eigenes Wesen, mit unserem Warum, das heißt auch unserer Lebensmotivation. Jetzt sind wir immer in einem Netzwerk, das heißt, wir haben die Du's da draußen und etwas von den Du's, das sind andere Menschen, vor allem jetzt unsere Älteren. Wenn wir jetzt nur als Beispiel, unser Mittelpunkt von uns selber, gehen wir zum Beispiel zu der Vater oder zu der Mutter, dann sind wir eigentlich aus der Mitte und versuchen, ihre Wünsche zu erfüllen. Und andere Menschen Wünsche zu erfüllen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil man könnte ja nur knapp dort herkommen, weil wir haben ja auch unsere eigenen Vorstellungen. Und deswegen auch schon dort her, aus dem Feedback, ist es nicht immer sicher, dass wir das als Erfüllung kriegen, wenn wir andere Wünsche erfüllen. So ist da eigentlich schon mal in dem Konzept Frust oder Enttäuschung vorprogrammiert. Oder dann auch noch der Anspruch, mach es immer besser. Und das soll natürlich auch dann zur Überforderung sein. Jetzt, wir können natürlich auch unseren Mittelpunkt im Projekt haben. Das heißt, dann haben wir die Wünsche an uns selber, wie gut sollten wir sein, damit wir könnten die Projekte erfüllen und zeigt sich in dem Projekt genau das, was wir uns vorstellen. Auch dort wieder kann es sein, dass wir unseren Mittelpunkt zu fest nach außen setzen und danach eigentlich nicht mehr ganz in der Mitte sind.
Jetzt ist natürlich die Frage, für was täten wir eigentlich unsere Mitte überhaupt brauchen, wenn wir da dann so viel zu tun hätten. Unsere Mitte brauchen wir, um eigentlich ganz fühlen oder wissen oder spüren, wer sind wir, was haben wir für Talent, was haben wir für Lebensziel, dass wir uns ganz finden, auch mal abgesehen von dem Körper, den wir haben. Der Körper, der vielleicht unfit ist, der vielleicht Übergewicht hat, der vielleicht Schmerzen hat und, wo eigentlich vielleicht ein Signal hat, es könnte natürlich auch gut und topfit sein, das ist auch eine Möglichkeit, aber wo vielleicht ein Körper ist, wo Signal gibt, wo wir wünschen, dass es eben anders wäre. Und jetzt geht es ja darum, wie kommt man denn wieder dort draus raus. Und allerdings ist in die eigene Mitte kommen. Und wie kann man das? Was ist denn eigentlich da drin, in dem ganz tiefen Bereich drin? Das ist ein Zeitfaktor und das ist das Jetzt. Jetzt, das ist ganz eine essentielle, eine geistige Substanz, wo man kann sagen kann, dort können wir dann in ein, also die heutige Wissenschaft sagt, Quantenfeld eintreten. Ins Jetzt kommen Sie, wenn Sie meditieren. Das heißt einmal, ich mache das sehr gerne so bei der Hypnose, dass man sagt, wenn wir in die Tiefe gehen, wir lassen den Alltag ganz los. Wir lassen auch los, alle Aufgaben zu lösen wollen. Oder das, was wir als Aufgaben anschauen. Und mit dem, wenn man mal ganz gelöst ist von all diesen Aussenaufgaben, von eigener Körperpfleck bis eben irgendjemandem etwas zu lieb tun. Wenn man ganz gelöst ist davon, dann kommt man eigentlich in diese Leere, in dieses sozusagen in dieses Nichtsichtigkeit. Das ist das Jetzt. Und vom Jetzt aus, dort ist alles möglich. Viele Leute, ich natürlich auch, sind immer wieder im Wahr drin. Weil das Wahr, das schließt ja gerade in dem Moment nach meinem nächsten Atemzug an. Und das war diese Vergangenheit, die ist immer wieder die, wenn wir dort drin verklickert sind, dann machen wir eigentlich immer wieder alte Programme. Und zwar, weil wir in den alten Programmen gewisse Vorteile sehen. Und um nicht frustriert zu sein, geht es wieder darum, wie können wir aus dem alten Programm uns abnabeln und aussteigen. Und dann haben wir jetzt noch das Wird. Was wird? Am besten kann man das erreichen, kann man konstruktiv reingehen, wenn man Vorstellungen macht von Bildern, aber auch den Gefühl drin nimmt, als ob es schon so wäre, wie wir es gern hätten. Und wenn wir das praktizieren, dann gehen wir ins Feld, man sagt dann auf ins Universum oder so, gehen wir dann schon einen Wunsch drin, wo dann eine Resonanz kann entstehen. Und wenn wir auch wissen, was wir wollen, dann platziert sie möglicherweise auch gerade direkt das Neue, was wir gerne bitten, manifestieren in uns. Da braucht es eine Intuition und eine ganz klare und eine starke Vision, wo man auch schon könnt festhalten, wo man könnt auch ein Gefühl dafür entwickeln, hey, wie wär's wenn? Und das ist eine Übung, wo man dann auch von der Mitte aus könnt das Ganze platzieren. Das Wesentliche dabei ist Folgendes, es sollte zu unserem Lebenskompass gehören und der Lebenskompass mit dem Ziel, hat einen Zielnadel, hat aber auch einen Nadel vom Weg zum Ziel und schlussendlich ist dahinter der Energie vom Warum. Wenn die drei Sachen alle in eine Richtung laufen, dann ist es eine ganz großartige Art, zum Können aus dem Frust rauszukommen. Und dann braucht man wirklich kein Frustessen mehr, den kann man auch mit Genuss essen. Und das ist was ganz anderes und mit Genuss leben. Jetzt, wenn Sie da dazu Fragen haben und sagen, gibt es da Lösungsmöglichkeiten auch für Sie, dann melden Sie sich doch ganz einfach. Ich bin, wie gesagt, bin Hypnotherapeut und Kinesiologe und bin auch Trainer und arbeite eines der ganzen Zeit mit diesen Themen, wie kann man das Leben vital und mental stark halten. Danke vielmals fürs Zuhören. Nächstes Mal würden Sie erfahren,
wie können Sie Ihre Neujahrsvorsätze wirklich umsetzen? Ich bin gespannt, ob Sie dabei sind. Freut mich natürlich, wenn Sie dabei sind.